ich denn mitnehmen? Willst du sie mitnehmen? Hm? Willst du sie mitnehmen? Wieso ärgern die dich denn eigentlich? Wieso ärgern die dich denn eigentlich? Was machen die denn mit dir? Sie sagen Schimpfwörter, so wie ihr. Wieso denn das? Haben die keine Manieren? Kann man denen das nicht abgewöhnen? Ich möchte nicht, dass du weinst. Ich möchte nicht, dass du traurig bist. Willst du mit uns mitkommen erstmal? Ich will gar nicht zur Kita. Ja, und möchtest du mit uns mitkommen? Möchtest du Anouk in die Schule bringen mit? Kommen wir zusammen? Aber dann bist du nachher alleine zu Hause. Ist das okay für dich? Echt? Kannst du mit zu Hans Otto mal gehen und sagen, du, das geht so nicht? Oder wem, wenn Mama denn mal dabei ist, dann müsst ihr das mal beide machen. Aber heute ist kein Freitag, sonst hätte ich heute Geburtstag. Hier, wir sind ja blind, oder? Nein, bin ich. Und so. Weil die waren blind. Ja. Blind, danke. Möchtest du ihn mitnehmen? So, habt ihr ja gesehen, Lumen ist zu Hause. Es war nicht möglich, sie dazu zu bewegen, in die Kita zu gehen. Gestern Abend habe ich schon erledigt und es ist 9 Uhr. So, was mache ich jetzt mit der Achse von diesem Tretlager hier, diesem Zauberlager? Da nirgendwo kriegt er so eine Achse her. Mal gucken, wo nirgendwo anfängt und wo nirgendwo aufhört. Oh. Wie soll ich denn das kontern? Tja, ich weiß keine Antwort, ehrlich gesagt. Ich kann nur im Netz gucken, ob ich da was kriege. Das kann ich nicht mehr nehmen, das ist ausgeschliffen hier. Das kann ich nicht mehr nehmen. Tretlager Unit heißt das Ding. Gibt's das nicht. Nicht zu finden im ganzen Netz. Bin ich dann quasi der Einzige. Scheiße. Kriegt man nicht USA. Von wegen Australien ist das. So, jetzt habe ich ein bisschen was rausgefunden. Also, ist das aus Australien offensichtlich oder so? Und diese Räder, diese Tretlager sind sehr speziell, da passt wirklich nur wieder exakt so ein Teil rein. Und diese Tretlager, ich habe die Bezeichnung davon, habe ich noch nicht gefunden. Die Bezeichnung sieht wie folgt aus, dass, oder die Analyse ist wie folgt, man kann nicht einfach irgendein anderes reinbauen in diese Tretlagergehäuse. Es muss ja gekontert werden hier. Am Lager, am Tretlagergehäuse mit der Nut wird es gekontert. Und
Fakt ist, ich brauche eine Achse. Ich brauche eine Achse, Vierkant. Das ist die einzige Möglichkeit, die man machen kann, diese Achse zu erneuern. Die zwei Lager kriegt man auch hin. Diese Achse muss man erneuern, austauschen gegen was anderes. Das Gehäuse muss man behalten. Man kann es nicht anders lösen. Tatsächlich. Es ist nicht möglich. Also da kann ich nichts dafür, da habe ich nichts falsch gemacht. Sozusagen, es ist einfach so. Also brauche ich eine Tretlagerachse. Tretlagerachse 4. Kant öffnen und dann messen wir nochmal die Länge hier. 130, wo haben wir hier? 120. Ja, aber das, wie lang ist denn die? Das steht exakt mal gar nicht drin. 115? Nutzt nicht. Findet man nicht. Man findet sie nicht. Was soll ich machen? Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, damit mich zu beschäftigen. Das ist mir schon zu schwierig gerade. So, Fakt ist, man findet sie im Netz nicht. Ich muss gucken. 130er Tretlagerlänge oder 130, 129, 131, irgendwie so. Brauche ich jetzt, baue ich das erstmal wieder so ein. So sieht das nämlich aus. Ich baue das ein mit neuen Kugellager. Jetzt sage ich, ich habe keine Tretlager. So, gerade weil der Tommy ein bisschen genervt, weil er irgendwie die Hand geklappt hat und nicht gefunden hat. So, jetzt habe ich jetzt zwei neue Lager gefunden. Die ich jetzt hier hinsetze. Ganz simpel. Was für eine Schweinerei. Also ich habe es jetzt richtig vollgepackt mit Fett. So richtig. Malvern Star. Australisches Rad. Leider auch mit sehr speziellen Tretlager. Für das keine Ersatzteile mehr gibt heutzutage. Wir bauen es trotzdem zusammen. Und zwar mit richtig Fett. Mit richtig Fett, ja. So richtig voll supfen. Tja, wenn einem der dritte Arm fehlt, improvisiert man. Ich hoffe, das funktioniert. Sonst hält das eine Woche länger nicht. So scheiße. Jetzt gibt man hier einen Schlag. Also, das funktioniert einmal frei. Man klebt jetzt hier ein. Wenn ich nur mit einem Kabel bin, ich habe drei genommen. Und dann kann man das hier mit einem Schraubenzieher und einem Hämmerchen vorsichtig treiben. So ein bisschen. Also es läuft, aber es läuft. Wird bestimmt nicht lange halten. Da muss man nochmal richtig durchs Internet surfen und gucken, wo man da so ein Originalteil herbekommt. Der Cinzia-Rad ist fertig. Ich zeige einen neuen Bremsbelag noch drauf. Hier vorne. Und hier hinten. Die Gummikappe hier. Licht funktioniert, Sattel ist fest. Bremsen laufen. Hinterrad läuft wieder. Fertig. Verkaufen. So, Reparatur. Reifentausch. So. Ich baue aus. Oh, das ging schnell. Der war offen. Warum denn das denn? Oh, da ist ja kein Schlauch drin. Oh, die Felge ist total verbogen. Oh, und oh, und oh, und lauter aus. Ist ja auch offen. Die Felge ist nicht mehr schön. Die ist total verrostet von innen. Ich würde einen neuen Laufradsatz eigentlich empfehlen. Genau, würde sie da auch wieder diese gute. Vielleicht, wenn es jemand aus dem Haus war, dass du das einfach wieder draufgeschreibt hast. Probieren wir, ob vielleicht doch nochmal erstmal wieder Luft. Okay. Ja, super. Falls.
Ja. Dann kann ich sie nehmen. Ja. Ja, muss ich, wie gesagt, muss ich bestellen. Ja. Morgen Abend vielleicht. Ja, super. Achtung, was geht denn im Schwimmbad? Eigentlich nur so was für ein Kiez hier, mal so zum Schwimmbad fahren oder so. Ja, Herrenrad, ich will auch ein größeres Damenrad nehmen, aber ich komme nochmal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, nochmal vorbei. Ja, hast du jetzt wirklich Interesse oder so? Weil ich würde auch direkt zu Angie vorbeigehen halt und ich gucke halt so. Was soll ich damit? Was? Was soll ich damit? Ja, weiterverkaufen. Ja, aber kannst du gerne probieren. Ne? Oder kennt jemanden? Ich meine, 219, das Ding ist nagelneu. Wenn es für einen Huni verkaufen, jemand zahlt auch 150 dafür oder 140 oder irgend sowas, weißt du? Also weiß ich ja nicht. Ist mir ja Schnuppe. Aber ich weiß nicht, Angie verkauft er sowas ja nicht. Eigentlich nicht, aber deswegen. Also ich weiß nicht, was wollte er machen. Ich weiß ja, was weiß ich, das ist ja nur so ein bisschen kompliziert. Ja, mal kurz. Ach an und das, ja, ich komme mal auf einfach die Bezeichnung, weil ich habe ja auch keinen Bock, das Ding jetzt durch die Gegend zu fahren. Das heißt, so. Ja, aber du hast doch ein Auto, oder nicht? Hm? Du hast doch ein Auto, oder nicht? Ja. Ja, da passt ja doch hin, oder nicht? Ja, dann muss ich noch aus dem Fahrradkeller holen, ins Auto rein. Und dann aber wenn du verkaufen willst, musst du noch eh rausholen. Später wieder zurück. Sei doch nicht so phlegmatisch. Deswegen, Mann, doch bin ich dann manchmal, weißt du, was das ist doch schlimm, Tag, ey. Was ich den ganzen Tag hin und her schleppe, hast du eine Ahnung? Ja, hast du eine Ahnung, wie oft ich die Treppe hier hoch und runter laufe am Tag? Was für ein Job, ey. Aber das ist mal froh, wenn man einfach nur hier hinten in der Werkstatt ist und einfach nur einen Auftrag hinbekommt, hier Schlauchwechsel bitte. Und dann ist die Tür wieder zu. Und man macht den Schlauchwechsel und dann ist es gut. Aber hier vor, zurück, hin, draußen, oben, unten, überall. Mal gucken hier, mal gucken da. Das musste zu zweit machen. Du musst einen Mechaniker braucht man. Der da mitmacht. Alleine ist zu viel. Kryptonite-Schloss geht nicht auf. Geht nicht auf, weil kein Schlüssel da. Da müssen wir auftrennen. Kryptolock. Hier sollte ich testen, ob es platt ist. Hab's aufgepumpt und zischte. Hab aber nicht den Mantel gefunden. Jetzt ist ein neuer Schlauch drin. Es gibt ein paar gute Fahrräder, die ich habe und ich frage, kauft ihr die auch ab? Wir kaufen nicht, nee. Aber die Teile braucht ihr doch bestimmt. Da sind gute Teile dabei. Nee. Warum denn? Nee, das brauchen wir nicht. Aber warum denn nicht? Ja, weil wir nicht angucken. Bei gutem Preis? Wir sind doch voll mit Rädern, brauchen wir nicht. Ja, aber vielleicht, das sind richtig gute bei von Cannondale und sowas. Ja, das ist richtig gut, da hast du recht. Ja, da hat man ein Problem damit, dass die Sachen geklaut sind. Ja, aber deswegen sagt ihr, schraubt die doch sowieso auseinander, das ist doch das Ding. Deswegen gehe ich, bin ehrlich zu euch, ich könnte jetzt sagen, irgendwas. Ja, du brauchst du nicht sagen, das ist schon alles klar gewesen. Ja, aber die sind richtig, ich meine keine, ich bringe keinen Scheiß, nur diese von Cannondale und so. Ja, aber weißt du, indem man diese Teile kauft, ja? Auch, ja, in dem Moment fördert man auch das Stehlen von den Rädern. Nein, das ist, die sind ja nicht, die sind ja, ach, hör auf. Die sind ja nicht einfach so, nur auf der Straße, das sind immer so 3-4 Stück neben. Ist doch scheiße. Ich hab die selber jemanden. Ach komm, mir auf, das macht man nicht. Musst du nicht sparen, Leute. Aber ich bring keinen Scheiß, nur diese guten. Mann, ja, nein, aber verstehst du das nicht? Weil andere, die nicht neu, ich sag ja nicht, wir, die sollen die in einem Stück verkaufen, aber die Teile. Mann, verstehst du das nicht? Ja. Das ist Unrecht. Unrecht tut man nicht. Das macht man nicht. Aber es geht doch ums Geschäft, Mann. Scheiß aufs Geschäft. Machst du ein schlechtes Geschäft damit? Das ist nicht gut fürs Karma. Fürs Karma, oder? Ja, ist nicht. Scheiß Karma. Ja, scheiß Karma, ja. Aber das Karma kriegt dich am Arsch am Ende. Das ja, ist Alter, das stimmt schon. Ja, deswegen nicht machen. Lass lieber die Finger von so einem Scheiß. Nein, dieser Scheiß, ich mach sonst nie Fahrrad. Ich hab jemanden, so einen Jungen, der Fahrräder macht, hab ich 3 Fahrräder abgekauft, weil die sind wirklich teuer und ich habe einen guten Preis bekommen.
Das ist ja richtig. Ist doch normal. Das ist auch in Ordnung. Aber wie ich gesagt, das ist kein guter Boden, auf dem man aufbauen kann. Verstehst du? Nein, aber so 300 Euro investiert für drei Fahrräder ist krass. Die sind alle so richtig gut. Bei der Schulden wieder. Und die, ich verkaufe die. Ja, die Schulden hat er doch immer noch bei dir. Nein, er hat immer noch 300 Euro. Ja, aber ich weiß jetzt, wo ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, ich kenne einen Laden, der die gekauft, aber ich dachte halt, so ein Laden, was Fahrräder aufschraubt, kann daraus auf jeden Fall mehr machen, als wo ich kenne, der die dann so nicht im Laden ausstellen kann, aber so hinter. Ja, aber wir können das nicht machen. Wir arbeiten 1:1 mit der Polizei zusammen. Es geht alles sofort nochmal rüber zur Polizei. Deswegen ist das Quatsch. Und du gibst deinen Ausweis dafür ab und du gehst dann. Nein, ich gehe mal, ich will meinen Ausweis nicht abgeben. Ja. Da siehst du, sowas muss man aber. Ja, aber dann hole ich jemanden, der den dafür abgibt. Das ist kein Problem. Das ist aber scheiße, Mann. Verstehst du das? Ich hole jemanden, der den dafür abgibt. Ja, ist doch kackegal. Es geht doch ums Prinzip. Du verstehst es nicht. Es geht ums Prinzip. Aber zahlt doch eh die Versicherung. Nee, und das sind auch Verbrecher, also. Ja, ist so. So ist meine Meinung. Genauso Kreditkartenbetrug. Das zahlt alles die Versicherung und das sind selber Betrüger. Also bescheißt man nur die Betrüger. Egal schön. Nee, das können wir leider nicht machen. Und ich bin immer der Meinung, wie gesagt, du musst es immer so. Du hast auch irgendwann hast du auch mal eingehen. Ja, wenn es dann aber irgendwann nicht mehr so läuft bei ihnen, dann. Was soll man machen? Ja, das Leben ist hart, das ist nicht immer so einfach. Okay, sie haben den eigenen Laden und so, aber das Leben ist nicht immer so einfach. Das ist auch meine Meinung. Ja, das ist ja natürlich das meine Meinung, sondern einfach, ich arbeite jeden Tag 12 Stunden. Ja, eben, das ist nicht immer so einfach. Das ist nicht einfach. Einfach, aber das ist nicht immer so einfach. Mann, ich meine, wenn ich jetzt losgehe, einfach ein bisschen dauernd hat, verkauft es dann auch. Nein, jetzt hörst du mir was. Ich weiß nicht mehr, wo ich es verkaufe. Ja, aber verkaufst du in der nächsten Ecke für Bobby-Reichen, Bobby für ein Dach, das ist ja nicht viel einfacher, verstehst du das? Ja, verstehst du das auch. So. Aber schwieriger ist es, 12 Stunden irgendwo sich gerade zu machen, zu stehen, zu arbeiten, direkt die Hände zu haben. Das stimmt. Viel schwieriger. Das ist scheiße. Also am Ende hast du, tja, du hast zwar zwei Physik Blasen an deine Pfoten vom Schrauben, und, aber du hast es gemacht. Fertig. Für dich, für deine Familie, gerade alles cool. Ja, ich mach auch. Ja, versuch was Gutes zu machen. Das ist aufgenommen. Mann, das war ja wohl der Wahnsinn gerade. Ey, Alter, den ganzen Tag geht das hier so. Die ganzen. Hat er schon geschwitzt, ey. Oh mein Gott. Das Leben ist nicht immer so einfach. Und wenn es bei Ihnen dann nicht mehr so läuft, dann machen wir. Ich raub's doch eh auseinander. Ja, nee, kann man aber nicht machen. Das funktioniert nicht. Das ist 100 Pro. Scheiße, ey. Ich bring nur gute Sachen. Nee, lass mal. Mann, oh Mann, Paradebeispiel. Habt ihr jetzt gerade gesehen? Genau so sehen die Diebe hier aus. Genau so noch argumentieren die. Ist denen scheißegal. Da muss erstmal eine richtige Soko kommen, sozusagen. Soko, Bike-Ermittlung, Bike-Diebstahl, Fahrrad-Diebstahl. Ich habe gar nicht viel durchgehört. Das nein, dann sag mal. Thomas, eine ganz kurze Frage. Ja, natürlich, immer kuriose Fragen und die ich immer mit Nein beantworten muss. Ja, aber diese vielleicht ausnahmsweise nicht. Nein. Das war ja noch nicht mal die Frage. Ach so. Das war eine Vermutung. Ach so. Okay, dann. Hey, Lumi. Hey. Alles gut? Boah, mit Lärmschutz? Ja, ja. Sehr gut. Das ist empfindlich. Ganz schön groß geworden. Soll man machen. Nehmen wir mal größer. Thomas, kannst du mir zu kurzfristig einen Zehner ausleihen? Ich habe jetzt meine Platten und muss den Fahrer. Also 10 Euro bis nachher geht, aber ja. Dann musst du heute spätestens heute Abend. Genau, bringen. Auf jeden Fall. Aber wirklich? Ja. Ansonsten mache ich das nie wieder. Das bleibt hier im Kopf drin. Und zwar. Herbert? Ja, Thomas? Bis nachher sind wir 10 zurück. Ja, ja. Ja, sofort. Also natürlich. Ansonsten mache ich das nie wieder. Nie wieder. Hey, mein Baby. Ne? Papi. Hey, kommen alle zu Tommy der Bank. Tommy Bank. Papa. Bankertrum. Ja, und jetzt musst du noch einmal Geld sparen. Ja, jetzt müssen wir, können wir wieder von vorne anfangen, oder? Mhm. Weil du willst ja nicht nach mir arm werden. Hast du was Süßes gegessen? Was? Was Süßes gegessen oben? Ja, von mir. Was beginnt es? Little bit. Ah,
Do you sell bikes? Yes, I sell bikes. What are you looking for? I'm looking for something under 80 euros. Under 80? Second hand. Yeah, sure, second hand. Yeah. But in working condition? Yes. Not possible. Hm. So. Also, die Scheibe muss hier ab. Ja, und jetzt holen wir ein neues Schaltwerk. Gucken, wo es sowas gibt. Autounfall. Gegen eine Autotür gefahren. Die auch gemacht wurde. Schauen wir uns das mal an. Hopp da mal mit. Cube versus Autotür. Zuerst mal gilt zu sagen, wenn man einen Unfall hat, möge man nicht gleich aufspringen und sagen, nee, nee, alles schon in Ordnung, alles schon in Ordnung, alles gut, alles klar, alles, nee, nee, brauche ich nicht und alles gut, tschüss. Moin. Warum hast du so auseinanderklappbare Böcke, wo ich eine Tür auflegen kann, wenn ich die lackieren will? Ich will ja auch noch was darauf. Boah, ich stehe geblieben, also nicht einfach wegrennen und sagen, nee, nee, ist gut, ich brauche keine Hilfe oder so. Halt, hier, einmal drücken. Sondern ganz besonnen. Bei einer Schockreaktion merkt man erstens keinen Schmerz, zweitens ist man verwirrt, will nur so schnell wie möglich weg von der Unfallstelle und will, dass alles wieder so ist wie vorher, vorm Unfall. Und man kontrolliert auch nicht der Tracht auf Schäden oder so, also nicht wirklich realistisch. Also solltet ihr mal einen Unfall haben, was ich euch natürlich nicht wünsche, aber solltet ihr mal einen Unfall haben, nehmt jede Hilfe an, die ihr kriegen könnt. Schreibt euch ruhig die Autonummern auf und so. So eine Sache. Ansonsten, ja, in einem Auto sitzt es immer fein raus. Da sagt dann, ah, ist alles in Ordnung und so, ah, ne, nichts passiert, alles gut. Ja, okay, so irgendwas verletzt, ne, und dann holen sie ab. Fahren sie ab, ihr habt ja nichts mehr. Kein Zeugen, nichts, ja nichts. Schreibt euch die Nummern auf, die Autonummer auf alle Fälle. Autotyp, Autonummer. Hier war das gleiche, ja, ja, nee, alles in Ordnung, alles gut, alles schön. So, und dann hier, Vorderrad, hinfällig, Hinterrad. Und ich schwöre euch, die hat es nicht bemerkt. In diesem Moment, wo der Unfall war, hat sie weggeschoben, alles gut, war alles schief, Hauptsache sie war weg. Da vom Unfall auch. Dann hat es nicht gemerkt. Irgendwann dann kommt er zu, nach einer Stunde, anderthalb Stunden, so, irgendwie fährt sich das komisch. Ja. Also, steht sie da, bleibt auf den Reparaturkosten sozusagen sitzen. Also, alles aufschreiben, alles aufnehmen, ruhig alles machen, ist scheißegal. Kann man hinterher immer noch wegschmeißen, ist überhaupt kein Thema. Ja, wenn man sich sagt, ach, so schlimm war es noch nicht, ja. Alles gut, aber man hat es erstmal. Lasst euch da nicht einlullen von wegen, ja, ich geb dir ein Fuffi und dann ist gut. Alter Quatsch. Aufschreiben, korrekt. Ansonsten Polizei holen. Wenn einer einen Stenker hat, lei, Polizei, oder man braucht nur zu sagen, ach, mir geht's nicht gut. Also, reicht ja aus, als Opfer so. Irgendwie geht's mir nicht gut. Hinsetzen, in der Ecke sitzen, abwarten. Krankenwagen meinetwegen. Auch real. Alles auch nicht verwerflich. Gut, ich schraube mal das Hinterrad raus, weil das ist wirklich hin. Also das ist absolut hinfällig.
Typ noch nie so gesehen, mit sowas hier. Tournee TX. Noch nie. Ich hab noch nicht so ein... Und der Preiskategorie, hab ich das noch nie gesehen? Echt? So, ich probiere mal vorne zu zentrieren. Und einmal vorher. Ach, fang ich mal an. Nachher. Sehr gut. Klappt. Instant. Yes, central scrutinizer. Yes. Habe ich geglaubt, der ganze heißt Bezirksbefruchter. Ganz krass, ne? Ja. Originalzitat von Frank Zappa, Joe Scarrage, Act One. Entschuldigen Sie bitte, aber genau. Ich wollte Sie so ganz weiter belästigen. So. Ja, genau. Mein Gehirn ist gerade auf kreative Kunst eingestellt, weil ich gleich Musik machen gehe, deswegen kommt da so ein Kram raus. Aber jetzt mal ganz praktisch, Schule 9106. Hier heißt der Hi, weil du übers Nummernschild machst. So, aber es ist eigentlich im Grunde das, was du nicht wolltest, weil es ist genau das. Und es gibt vier starke Blechwinkel, mit denen du das einhakst und auf der Heckklappe verspannst. Schule 9106, Quick High, irgendwas mit Quick High. Und genau, 219,95 Euro, die günstigste Variante auf Amazon. Bei mir 100 Euro, aber nur für Sie und nur noch diese Woche. Dann müssen Sie meine Telefonnummer dazu aufschreiben, dann soll ich Sie weiter belästigen. Darf ich Ihnen Werbung schicken? Ich schicke auch gerne Werbung von allem Möglichen, was Sie nicht brauchen, aber was Sie dann vielleicht brauchen wollen würden, weil... Weil sowieso alles schon so durch ist und dreimal durch, geht es ja nicht mehr um Befriedigung, sondern um Bedürfnisse befriedigen, sondern Bedürfnisse wecken. Das kennen wir ja alles, ne? Es müssen ja Bedürfnisse geweckt werden. Es ist ja voll katastrophal, wenn die Leute jetzt mal zufrieden sind und keine Bedürfnisse mehr haben, dann muss man halt neue schaffen. Sonst bricht ja das System zusammen, ne? Ja, ne? Weiter willst du nicht volllabern, aber bist du noch ein bisschen vollgelabert, hin? Nö. Ich muss mich mal um den Zentimetermaster rausnehmen. Und neu gestartet hat der Tommy, und zwar geht es jetzt um die Busch und Müller Aero. Aus der Lumotech-Serie ist ein Akku-LED-Scheinwerfer. Das ist jetzt seltener daran. Stelle ich euch jetzt mal vor, ganz kurz, wie es dann aussieht und wie er montiert wird und. Wir packen aus. Also, kommt in dieser Form schön Busch und Müller Verpackung, die kennen wir ja schon von allen anderen Produkten. Diese formschöne Busch und Müller Verpackung werfen wir 1:1 gleich weg. Wir machen einmal Schnips. Und im Grunde genommen hat die Verpackung jetzt schon ausgedient und muss leider in den Müll. So, hier ist die Lampe mit Edelstahlhalter. Reflektor ist hier dran, da ist er. Ja. Hier oben sitzt die kleine LED drin und die wird durch den Reflektor so gut wiedergespiegelt, dass die unheimlich gutes Licht macht. Will ich euch gleich zeigen. Hier drin befindet sich außerdem noch das USB-Ladekabel. Es ist ja eine Akku-LED, ein Akku-LED-Scheinwerfer. Und die Verpackung können wir jetzt entsorgen. Die Raffi-Tücke an dem Ding ist, dass man diesen Akku-LED-Scheinwerfer das nicht ansieht, dass er ein Akku-LED-Scheinwerfer ist, und man vermutlich das Glück hat, dass das Ding einem nicht gleich gezockt wird, geklaut wird. Dem kann man sogar noch entgegenwirken, indem man hier hinten ist eine kleine Verriegelung dran, da ist die Verriegelung. Wenn man die auf zustellt, so wie es jetzt ist es gelockt, kann man den nicht mal abmachen. Wir entlocken hier mit dem Fingernagel. Wert weiß ist natürlich, ne, wenn man es weiß, dann schieben wir den einmal hier rum.
Jetzt ist offen. Jetzt drücke ich. Klack. Habt ihr Klacken gehört? Schieb nach oben weg. Tada! Hallo! Die Marie ist da. Ach Mensch, Marie, Marie, Marie. Ich erkläre gerade was den Leuten in dem Video. Deswegen. Du hast Krümel im Gesicht. Hast du Kuchen gegessen? Brot? Doch. 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 So, Fakt ist, dann hat man hier dieses Teil und dieses Teil verbleibt am Rahmen. Also zum Laden ist es, zum Laden, zum Abnehmen. Ja? Was hältst du davon, Marie? Ja. Ja. Zack. Wieder rangesteckt. Hat leicht geklickt. Das ist nun mal ein Zeichen. Es ist dran. Achso, wenn man es laden will. Klack, ab. Hier unten ist die USB-Buchse. Da unten drin. Einfach anstecken, laden, fertig. So, wir schieben wieder zusammen. Wir montieren es jetzt. Nichts leichter als diese Lampe, finde ich. Ja? Ist eine schöne Lampe. Ich verriegle wieder, damit sie nicht abfällt. Und dann bauen wir die hier vorne an. Da bauen wir sie an. Da. Weiß ich nicht. Sie hat nur zu mir gesagt, dass Lumen jetzt ein riesen Eis essen will. Aber die kommt bestimmt. Den brauche ich ganz kurz. Und brauche ich einen Zehner. Ich durfte einmal eine Woche nicht lang Eis essen. Oh. Eine Woche, weil ich habe vier Tage hintereinander Eis gegessen. Wow. Einmal, glaube ich, einmal in der Schule. Ja. Zweimal am Tag. Also einmal in der Schule und dann nochmal am Tag. Wow. Als ich in der Schule gegessen habe, ja. Nochmal noch mit Mama, dann nochmal zweimal und dann nochmal eins. Boah. Und das sind vier. In den Herbstferien, da fahre ich eine Woche zu Oma. Wow. Ja. Wo sind die? In Hamburg. Oh, Hamburg ist toll. Die sind da von Freiburg in Hamburg umgezogen. Ach so, Hauptsache Burg, ne, haben sie sich gesagt. Hamburg, Freiburg. Ich meine Rostock. Rostock, also Rostock. Rostock, 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 Ladi, Rostock. Super! Na Mensch! So, das war's schon. Die Lampe ist schon montiert, ey. Das ging ja schnell. Was ist da passiert? Geht das immer so schnell, Marie? Ich keine Ahnung. Aber kannst du noch mehr erzählen? Hä? Kann ich noch mehr erzählen? Kann ich da etwa noch mehr erzählen? Ich weiß nicht. Wir schauen erstmal, wie die Lampe aussieht, wie die jetzt montiert ist und wie hell die ist. So. Was heißt montieren? Montieren heißt etwas anbauen. Etwas montieren heißt etwas einen Gegenstand an den anderen befestigen. Kann man auch sagen. Ich möchte jetzt einen Gegenstand an den anderen befestigen. Also möchte ich etwas montieren, ne? Guck mal, da habe ich mein Gürtel mit. Ich habe nur diesen einen Gürtel. Ach so. Papa, die kommt aus Frankreich. Ah, na dann wird er ja wissen, was Montage heißt. Der wird das wissen. Montage, Montage. Die Lampe ist fest. Wir machen die Lampe mal an. Zack, lange drücken. Dann ist sie an und schaut mal. Super Licht, oder? Was sagst du dazu? War die nicht ein super Licht? Super hell? Und super toll? Und wenn man dann nochmal drückt, hat sie die zweite Stufe. Die ist nicht ganz so hell.
Aber sie leuchtet schon rot, man muss sie laden. Hell? Dunkel. Hell? Dunkel. Hell? Dunkel. Hell? Und lange drücken, aus. Kostenpunkt 50 Euro, glaube ich. Ungefähr ein Fuffi. Je nach Anbieter. Ne? Wenn ich mal rufkomme, zeige ich euch nochmal, wie man das hier abmacht. Man entriegelt hier hinten, ne, wenn man es weiß, wie das ist. Drückt einmal rauf, habt ihr klicken gehört. Und dann könnt ihr das einfach nach oben abziehen. Und so aus. Und dann wird die laden. Achtung! Hat er recht, der Tommy, hat er recht. Ja, muss er sehen. Da, klack, wart wieder dran. Immer wenn es so klickt, ist es dran oder auch. Ne? Verriegeln, fertig. Das war's. Sag tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Mit draufnehmen, oder? Jetzt machen wir hier hinten. Hier hinten ist die Batterie alle bei der. Das ist auch von Busch und Müller Toplight Flat Permanent. Da, Batterie alle. Ist schon ein bisschen am Flimmern und Flattern. Da irgendwie geht da nichts. Wie macht man die auf? Hier unten drückt man runter. Habt ihr gehört? Hat es Klick gemacht. Busch und Müller ist immer der Freund von Klicken. Dann winkelt man jetzt so ein bisschen ab. So ein bisschen schräg, so hier. Und dann drückt man das nach oben weg. Zack. Ab ist es. Da hinten sind die Batterien drin, die wechseln wir jetzt und dann hast du noch eine läuft das auch wieder. So, neue Batterien halt drin hier. Jo, dann. Mach mal nochmal so nach. So, neue Batterien habe ich hier drin. Ne? So, neue Batterien habe ich hier drin. Du bist ein Quatschkopf. Die Juten Energizer. Wir probieren mal trocken ohne ranklipsen. Wow, das ist hell, oder? Ja, gut, jetzt machen wir sie ran und fertig. Also verkehrt rum. Wir hängen erst oben ein, so schräg, und dann drücken wir sie runter und klack. Und wenn es klack macht, ist sie drin und das wart. Und jetzt machen wir an und das ist hell. Na, von einer Kundin von mir. Also, ich gehe jetzt erstmal ganz kurz raus und trinke einen Schluck. Jetzt komme ich zu ja nicht mehr gerade. Das ist furchtbar. Ich komme überhaupt nicht mehr dazu, jetzt irgendwas zu machen. Aufzunehmen, weil ich nur noch draußen bin am Arbeiten gerade. Furchtbar. So, Pumpkopf. Platz. Pumpanleitung. Heute wieder mal kaputt. Da steckt ein Stück Ventil drin. Mann. Nein, mal ohne Schmerzen. Scheiße. Ich bin kaputt. Nicht du. Ich bin kaputt. Du darfst nicht kaputt sein. Du darfst auch kaputt sein. Okay, setzen wir uns hin. Sind wir beide kaputt. Jetzt ist die Frage, wo ist mein Kaffee, der mir so herzhaft angekündigt wurde. Ich wusste ja nicht, dass ich da nicht da. Oder dass du lecker Eis essen gehst, ne, mit den Kindern. Du wusstest ja nicht. Naja, gut, es ist Feierabend auf alle Fälle. Tommy hat kein Eis bekommen heute. Tommy hat keinen Kaffee bekommen heute. Ich habe gedacht, ehrlich gesagt, und, dass das gut war. Weil ich gar keine Zeit hatte. Und, genau, Tommy muss verhungern, das ist auch gut. Wollt ihr abnehmen? Erzähl. Ich hab keine smarte Linie mehr auf. Ich habe kein Smartline. Alles schwammig. Genau, nur noch der Schwamm. Danke, Marlies. Du triffst es immer. Du bist so aufbauend. Du bist so. Du ich sag nur, so, was Thorsten gesagt hat. Thorsten kann nicht reden. Das ist eine Ausrede von dir. Das sind schon deine Worte. Armbrot ist wichtig. Das ist wichtig. Also macht's gut. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.